Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Maker Battle. Heute mal wegen den Jeremiah. Das Matchmaking läuft mittlerweile über das MMR. Das war, da war ich ein Ticken über eben, glaube ich, aber keine Ahnung. An sich auf jeden Fall ein guter Gegner. Den kennen wir ja schon. Ariel gefällt mir sehr gut. Okay, er hat Mustangs und Crawler und er hat Supply Specialist. Gut, ich schätze mal, dass er Marksman adden wird. Da wäre ich mir relativ sicher an der Stelle. Mach das mal so. Ich fange jetzt ein Packet Crawler zu. Ich denke, dass das gut funktionieren kann. Es kann natürlich auch komplett schief gehen. Also es ist immer eine Glückssache jetzt, wie er aufstellt und so weiter. Ich mache es einfach erstmal so und dann gucken, was passiert. Er stellt relativ defensiv aus. Oben hat jetzt die Steel Balls geaddet. Dann waren die Crawler an sich auch eine gute Idee. Das Problem ist halt, dass die Crawler von den Mustangs jetzt ziemlich schnell gekillt werden. Rechte Flanke werde ich hart gewinnen, linke Flanke wird eher ein Problem. Mal gucken. Ja, die Crawler kommen vor allem leider an meinen Arclight dran, weil er zu lange auf irgendwelchen Sachen rumgeschossen hat, die er lieber nicht beschießen sollte. Wäre schön, wenn er einen Steelball noch schießen, sterben würde. Genau, dann ging er eigentlich auch durch. Genau, jetzt kriege ich einen Debuff noch irgendwie drauf und damit ist die Runde gewonnen für mich. So, ich brauche jetzt definitiv was gegen die Steel Balls. Ich kann eine Sache mitnehmen. Nimm mal das Deployment Item, das bringt mir tendenziell am meisten, wobei ich könnte auch ja, eigentlich will ich halt Phoenix adden. Mach das mal so. Also zwei Phönixe, einen links, einen rechts. Ich denke, dass er jetzt weiter... dass er verstärken wird. Dass er hier noch einen Steelball dazu holt. Hat er auch gemacht. Und der hat einen Crawler dazu geholt, okay. Und hier dann Level 2 Added Intensive Training geholt anscheinend. Okay, never mind. Ich hätte mal die rechte Seite beobachten sollen, weil die verliere ich nämlich. Wobei auch nicht. Nicht mal die verliere ich. Gut, ich meine, im Endeffekt, es geht darum, halt seine Modelltanks wegzukriegen, dass meine Phönixe auf seine Steelball schießen. Und dann läuft das Ganze auch. Die Wespen sind natürlich sehr stark für ihn. Die muss ich eigentlich mitnehmen, weil er sie auch bringen wird. Der Arclight hier auf der Seite hat ja eigentlich sehr gut funktioniert. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier das Charge Shot ausgebe.
Dann hier 105 Reichweite. Das heißt, eigentlich bleiben sie noch hinter den Sledgehammern. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ja, ich denke, das ist ein guter Plan. So, ansonsten würde ich tendenziell nochmal einen Arclight für die rechte Flanke, beziehungsweise ich setze den mal auf die linke Flanke, dann kann ich den theoretisch schon leveln setzen. Dann mache ich hier das Charge Shot Upgrade. Jetzt hier noch ein paar Fangs dazu, das war eigentlich eher Käse, glaube ich. Ich setze die mal hier in die Mitte als Split, das war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Also ich wollte den noch leveln, genau. Und den hier auch so. Geht. So, das gewinne ich auf jeden Fall, aber es bringt ja meine Phönixe durcheinander, das ist das Problem. Das ist kein Riesenproblem. Er hat weitere Steel Balls geaddet. Und er hat auch mehr, das Upgrade vergeben mit dem Life Leech und mehr Leben. Ja, die Fangs waren jetzt ein bisschen dämlich von mir. Ich meine, die haben dafür gesorgt, dass ich die Runde auf jeden Fall hinten den verteidigt kriege, ne? Keine Frage. Bisschen fragwürdig. Gut, ich habe guten Spam-Clear, ne? Mit meinen Panzern. Die Frage, ich will jetzt noch weitere Phoenix. Was haben die an Leben? 14.000. Zu leveln lohnt sich schon. Der Schlag lohnt sich nur bedingt. Dann eher noch das hier. Machen wir das mal so. Das wird er vielleicht auch mal. Ich brauche auf jeden Fall mehr Phönixe, weil ich davon ausgehen kann, dass er in irgendeiner Form versuchen wird, meine außer Gefecht zu setzen. Sonst würde ich davon ausgehen. Den wollte ich leveln, habe ich gesagt, ne? Machen wir das auch. Und da wir eh recht wenig Luftabwehr dabei haben, adden wir einfach nochmal ein bisschen was hier auf der Flanke. Machen es einfach irgendwie. Der kriegt mal Upgrade, dann gucken wir, was passiert. Naja, wenn wir zu rechnen. Okay, er hat ein Schild gesetzt. Hat er gut gelesen, wo ich meinen hinsetzen werde. Aber er kommt halt nicht so richtig an meine Phönixe ran, also zumindest nicht rechtzeitig oder im ausreichenden Maß, behaupte ich mal, aber mal gucken. Ah, der meint, hier kommt er ganz gut durch, gerade mit den Steel Balls und meine Phönixe schießen auf irgendwas. Hat er irgendwo hier das Item geholt? Nee, ne? Ah, ne, den Magnetic Dings auch geholt. Die Runde sollte aber trotzdem an mich gehen, auch wenn die Steel Balls jetzt hier gerade ziemlich nervig sind. Aufgrund des Debuffs und davor der Geschichte, dass meine Phönixe weniger Schaden gemacht haben, aber jetzt sollte ich es im Griff haben, die Runde. Das sind auch noch gegnerische Crawler, okay. Kommen jetzt denn so viele Crawler her? Naja, werden es noch rausfinden. Ein bisschen später besser als nie.
Naja, egal. So ist es halt. An sich sollte ich jetzt noch irgendwas Neues machen. Er macht jetzt hier Mechanical Division. Okay, das heißt, ich brauche eigentlich mehr Spam Clear. Dümmste, was ich jetzt eigentlich bringen könnte, als Spam Clear wäre wahrscheinlich. Ja, wäre ein Vulkan, das kann ich nicht machen. Tech Upgrade Underground, tralala. Ich nehme das mal mit, weil es ihn einfach distracted. Einfach nur als Distraction. Und ansonsten werde ich die Arclights die Reichweite vergeben. Und einfach ganz viele Arclights adden. Ich denke, dass das sinnvoll ist. Was mal so. Ja, so eine Art könnte das schon funktionieren. Trifft jetzt eigentlich trifft er meine Panzer damit das. Ne, die Crawler werden reinrennen hier vorne, gell? Ja. Ich habe immer seine Front auseinandergezogen. Der Steeble stirbt. Ja, die Crawler sind nach wie vor ein Problem. Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Okay. Das Orbital Bombardment ist für beide Seiten sehr, sehr stark, keine Frage. Speedwave für ihn auch stark. Er hat sich jetzt hier auf Wespen entschieden. Okay, spannend. So, wohl wissend, dass das Orbital Bombardment kommt. Was war das Hauptproblem? Das Hauptproblem war nach wie vor die Crawler irgendwie, gell? Ich denke, dass Mustangs durchaus auch eine Option für mich wären. Ja, ich glaube, Mustangs sind gut. Was ein bisschen sackt an der Geschichte ist halt, dass er jetzt auch das Bombarden dort. Ich packe jetzt einfach wirklich mal in die Ecken. Mit einem Ticken Abstand. Und ich werde denen auch Reichweite geben. Let's go. Soll sein, dass das Bombardment mich aber komplett hops nimmt. Ein bisschen Glückssache jetzt halt. Und es hat mich leider komplett hops genommen. Ja, relativ komplett. Aber jetzt hier der Debuff schallert halt rein ohne Ende. Ohne den Debuff hätte ich es gewonnen, aber vielleicht. Ja, das Bombard war aber schlecht für mich. Das ist alles noch okay.
Photon Emission, Tralala ist für ihn halt sehr stark. Und die Steelboards sind halt echt krass gelevelt mittlerweile, gell? Ich brauche eigentlich in irgendeiner Form Feuer. Eins, zwei. Genau, die Bomben will ich auf jeden Fall haben. Okay, da wird eh die erste Geschichte reingehen. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Ah, ich bin zu spät, ich Idiot. Das ist halt die Frage, wie gut ich jetzt ihn hier aufgehalten bekomme oder halt auch nicht. Und sieht eher nicht aus. Und das Feuer ist vor allen Dingen für mich jetzt schlimm. Nicht für ihn, das ist ein Problem. Okay, jetzt geht das Feuer wieder aus. Das ist wiederum ganz gut für mich. Aber ja, okay, nevermind. Das Feuer klappt überhaupt gar nicht. Der MP. Ich hätte mein Dings schützen müssen. Mein Vulcan. Ich hätte den Vulcan schützen müssen. Ich hätte natürlich auch einfach Hacker holen können. Es gibt viele Sachen, die ich hätte machen können. Okay. Er überlädt ja eigentlich krass die eine Seite, ne? Problem ist, dass die Schilde ihn sehr gut schützen. Und ich die nicht wegbekomme. Der Lightning Storm nimmt mich jetzt halt komplett tops. Ich habe nichts am Boden, was mit seinen Steelboards mithalten kann. Ist halt mein Problem. Er wollte nichts am Boden, was mit seinen Steelboards mithalten kann. In westlich oder in westlich nicht? In Weste mal. War zu spät. Naja. Geht halt alles in die Schilde, ganze Scheiß, gell? Aber die wird gut schallern. Hoffe ich mal. Ist echt die Frage, wie gut ich seine Mustangs wegbekomme und sieht ganz gut aus. Die Seite gewinne ich ja eh. Die Mustangs bekomme ich down. Und jetzt dank der Satelliten auch die Steelballs halbwegs, wobei der Debuff kommt drauf. Das heißt, die werden jetzt hier alle meine Bodeneinheiten killen auf der Seite. Was nicht mehr viel von ihm davon da ist. Gut Game. Ist ja noch nicht zu früh, oder? Ne. Das ist durch das Thema.
Ja. Gucken gerade noch das Spielfeld an. Ich habe das nicht optimal gespielt. Ich meine, im Endeffekt, das Ding ist halt immer, wenn der Gegner viele Mustangs hat, muss man sie halt einfach wegbrennen. Ich hätte das auch über Stormcaller probieren können. Da ich aber das Problem mit den Crawl noch hatte, habe ich mich dann halt für Vulcans entschieden. Hat so semi-gut funktioniert. Das Problem war jetzt halt, dass dann Bombardment kam, jetzt am Ende auch nochmal Lightning Storm. Und das halt sehr gut war gegen meine Phönixe, was eigentlich mein Haupt-Damage-Dealer gegen die Steelballs war. Ne? 48.000 Leben. In der brauchen sogar die Level 2 relativ viele Schüsse für. Ja. Da hätte ich auch noch einfach mehr Phönixe adden sollen, gerade wenn ich die so krass upgrade. Aber im Endeffekt war das Feuer ja auch entscheidend. Und eins, das ging ja in die Schilde, das hier ging auf die Distraction. Und das Feuer ging halt hier genau auf die Crawler, die irgendwo hier dann lang gelaufen sind. Ich glaube, gerade dieses Feuer hat die meisten seiner Mustangs einfach gegrillt. Und somit konnten meine Phönix dann irgendwie ihren Job halbwegs machen, glaube ich. Zusammen mit den Satelliten-Slow gegen die Steelboys, was auch nicht so falsch war. Ich hätte zwischendurch auch überlegt, ob ich statt weiteren Vulcans einfach Melting Points mit DMP-Bombe hole. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ob das so schlau gewesen wäre. Ich glaube, ich musste vor allem die Distraction zuverlässig loswerden. Das heißt, das Feuer und die Vulcans, also das Feuer hier und die Vulcans an sich waren schon gar nicht so die schlechte Idee. Und im Endeffekt hat mir der Erfolg ja auch halbwegs recht gegeben. Ich meine, die Mustangs hier, haben die sich wirklich gelohnt? Zumindest haben zwei Seiten, also ein bisschen aufgelevelt haben sie ja schon, ne? Die jetzt ja sogar auch. Und die hätte ich auch die Runde davor schon upgraden können. Also ja, anscheinend haben die auch gute Arbeit gemacht. Ich meine, die sind halt ganz gut, um einzelne Ziele zwischendurch mal wegzuschießen. Und waren halt auch eine gute Abwehr gegen Wespen, wenn es da weiter auf Wespen gesetzt hätte und vielleicht einen Wespen-Swim ausgepackt hätte. Dann wären die noch richtig wertvoll geworden. Beziehungsweise die haben es schon so ein bisschen verhindert, dass es überhaupt probiert. Wäre so meine Aussage dazu. Glaube, damit ist das meiste auch gesagt. Ich sag, danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.